Ankunft der Polizeischüler in München. Der heutige Tag wird anders werden als sonst. Ruhiger, nachdenklicher. Die Klasse besucht die Synagoge in München. Die Auszubildenden sollen heute mehr über jüdisches Leben erfahren. Denn Antisemitismus ist immer wieder ein Thema für die Polizei. Halle 2019. Ein Mann will bewaffnet in eine Synagoge eindringen. Er scheitert an der Sicherheitstür. Jeden Tag werden in Deutschland antisemitische Taten verübt. Für die Polizei heißt das, sie muss jüdische Einrichtungen schützen. Doch es gibt auch Fälle von Antisemitismus innerhalb der Polizei, zum Beispiel in Bayern. Oder in Hessen. Vom Alltagsleben der Auszubildenden sind diese Vorfälle weit entfernt. Die Veranstaltung heute gehört grundsätzlich zum Unterricht. Ein Schlüssel, um Vorurteile abzubauen, ist das, was wir heute tun. Wir versuchen, eine Erfahrung zu schaffen. Juden werden immer verallgemeinert. Und sobald jüdische Menschen, Minderheiten, Flüchtlinge ein Gesicht bekommen, dann verändert sich das. Der Besuch der Synagoge, etwas Besonderes. Denn hier kommt man gar nicht so leicht hinein. Nur mit angemeldeter Führung darf man sie betreten. Auf dem Weg zur Synagoge der Gang der Erinnerung. 4.500 Münchner Juden wurden im Nationalsozialismus ermordet. Ihre Namen werden hier sichtbar. Weil das ihnen den Eindruck vermittelt, als ob die alle ausgelöscht sein sollten. Und wenn ein seltener Name öfter vorkommt, dann können sie vermuten, dass das eine ganze Familie betroffen hat. Ellen Presser führt die Klasse zur Synagoge. Sie hat selbst rassistische Erfahrungen gemacht, von denen sie später erzählen wird. Davor Praxistipps für Polizisten. Also wenn Sie ohne mich in eine Synagoge gehen künftig, dann können Sie auf jeden Fall Fettnäpfchen vermeiden. Das eine Fettnäpfchen ist die Frage der Kopfbedeckung. In der Synagoge wie auf dem jüdischen Friedhof, und das kann ja sein, dass Sie da mal berufsbedingt Dienst tun oder zu irgendeinem Event eingeladen sind, als Mann eine Kopfbedeckung tragen. Weil die Kopfbedeckung zunächst mal dem jüdischen Mann signalisiert, dass über ihm eine höhere Instanz ist. Dann darf die Klasse die Synagoge betreten. Für viele ist es ein erstes Mal. Als fertig ausgebildete Polizisten werden sie einmal große Verantwortung tragen. Und deshalb erzählt Ellen Presser diese Geschichte. Ich vertraue auf die demokratischen Institutionen, auf die Polizei, auch wenn es immer wieder Ausreißer gibt. Aber wieso sollte es die nicht geben? Alles, was wir in der menschlichen Gesellschaft haben, muss sich natürlich auch widerspiegeln in einzelnen Institutionen. Und das ist sozusagen Ihre Aufgabe, dann Kollegen vielleicht zur Ordnung zu rufen. Also wenn, wie mir mal passiert ist, Ende der 70er Jahre, damals habe ich bei einem staatlichen Institut gejobbt als Studentin. 10 Uhr Frühstückskaffee, alle Kollegen stehen zusammen und eine Kollegin platzt raus und sagt, sie kann Juden 3 Kilometer gegen den Wind riechen. Und ich stehe da und ich warte. Niemand von den Kolleginnen hat gesagt, sagen Sie mal, wie können Sie denn so eine unqualifizierte Bemerkung machen? Die wussten ja auch nicht, dass ich jüdisch bin. Das spielt ja auch keine Rolle. Aber in dem Moment hat bei keinem von denen irgendwo der Mechanismus funktioniert, dass das einfach eine rassistische und menschenverachtende Bemerkung war. Und dann kommt Charlotte Knobloch.
ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Als kleines Mädchen überlebte sie den Holocaust. Und auch sie hat eine Botschaft für die Auszubildenden. Ich wollte ihnen mitgeben, dass wir sehr glücklich sind, dass die Polizei es auf sich genommen hat, unsere Wege zu begleiten, unsere Einrichtungen zu beschützen. Und ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, sich mit diesen Themen zu befassen, weil sie ja wahrscheinlich in ihrem Berufsleben auch mal mit uns zu tun haben werden, dass wir sehr dankbar dafür sind, was sie leisten. Ich fand es sehr interessant, vor allem, weil sie ganz vieles abgedeckt hat, was sie erzählt hat, und auch von der Frau Knobloch, die eben dann aus ihrer Geschichte erzählt hat. Auch, dass Polizei vor allem auch sehr viel mit dem Judentum zu tun hat und oft auch einschreiten muss, weil sie ja eben auch dafür da ist, sie zu schützen. Und ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist zu wissen, wieso wir das Ganze schützen müssen. Neutralitätsgebot und trotzdem Haltung zeigen, oft ein schmaler Grat für Polizisten. Natürlich, erstmal, der Polizeibeamte hat einen neutralen Zugang. Aber natürlich wollen wir keine Polizeibeamten, die meinungslos sind, sondern sie müssen auch, wenn sie merken, es werden Grenzen überschritten, dann müssen sie einschreiten. Und sie müssen auch wissen, warum sie einschreiten. Und da klar sagen, stopp, dafür sind sie Anwalt und zum Schutz der Minderheiten auch da. Ein klarer Wertekompass und bei Rassismus nicht wegsehen, das ist Teil der Ausbildung. Es liegt jetzt an den Polizeischülern, das in ihr Berufsleben mitzunehmen.